Hallo und willkommen hier bei den Online-Video-Workshops der Akustikgitarre. Ihr seid gelandet beim Workshop Basics der Ausgabe 2 2014. Verfasst von unserem Autor Thomas Rothenberger und ich habe das Vergnügen, euch die Musikbeispiele hier in diesem Video genauer zeigen zu können. Thema sind Achtel-Strumming-Rhythmen mit der Besonderheit, dass hier sogenannte Ghost Notes eingebaut sind. Das sind perkussive Anschläge, die so einen Groove ganz schön nach vorne bringen können. Wie genau das gemacht wird, zeige ich euch gleich im Anschluss. Zweite Besonderheit dieses Workshops, wir verwenden praktisch ausschließlich Barré-Akkorde. Hier liegt nämlich der erste Finger schon quer über den Saiten und so sind dann gleich die Ghost Notes besonders einfach auszuführen. Die Noten zu diesem Workshop findet ihr in der Printausgabe der Akustikgitarre 2 2014. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß und viel Erfolg mit den musikalischen Beispielen. In Abbildung 1 benutzen wir einen A-Moll-Barré-Akkord im fünften Bund. Auf Zählzeit 1 wird der Akkord angeschlagen. Auf die 2 wird ebenfalls angeschlagen, aber wir entspannen die Greifhand. Dadurch wird aus dem Anschlag eine Ghost Note, ein Anschlag auf den abgedämpften Saiten. Zählzeit 3 wieder den A-Moll greifen und Zählzeit 4 wieder die Ghost Note. Okay, das Ganze klingt so. 1, 2, 3, 4. Für Abbildung 2 braucht ihr diese Akkorde. F-Dur, Barré erster Bund, dann D-Moll, Barré fünfter Bund, Grundton A-Seite, G-Dur, Barré dritter Bund und A-Moll, Barré fünfter Bund. Ganz langsam gespielt klingt das so. Etwas schneller. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Für Abbildung 3 braucht ihr den A-Dur-Barré, fünfte Lage, D-Dur, ebenfalls fünfte Lage, Grundton A-Seite. Könnt ihr so spielen oder mit Barré des dritten Fingers und zwei Bünde höher den E-Dur. Akkordreihenfolge A, D, E, D. Ich spiele es mal ganz langsam. 1, 2, 3, 4. Etwas schneller. 1, 2, 3, 4.
Aufruf, kann man noch schneller spielen. Versuch mal mitzuspielen. 1, 2, 1, 2, 3. Die Akkorde für Abbildung 4 sind F-Dur, Barré erster Bund, B-Dur, Barré erster Bund, Grundton A-Seite, also B-Flat-Dur und C-Dur, gleicher Griff, zwei Bünde höher im dritten Bund. So, ich spiele es euch mal langsam vor. Achtet darauf, dass die Akkorde immer um ein Achtel vorgezogen werden und auch schon auf die Unzählzeiten klingen. Ganz langsam sieht das so aus. Etwas schneller. Versuch mal mitzuspielen. 1, 2, 3, 4. Und noch etwas schneller. 1, 2, 3, 4. Für Abbildung 5 braucht ihr die Akkorde C-Dur, 8. Bund, A-Dur, 5. Bund, G-Dur, 3. Bund, F-Dur, 1. Bund und ein offenes D-Dur oder alternativ Barré, D-Dur, 5. Bund, Grundton A-Seite. Die Akkordreihenfolge C, A, C, A. Und jetzt die ganze Folge. C, A, G, F, D. Okay, ich zeige es euch mal ganz langsam. 1, 2, 3 und 4. Das D wegen der Leerseite hier nicht gefällt, nimmt man einfach das Alternativ-D. Hier kann man wesentlich besser abdämpfen. Das klingt dann hier so. Okay, spielen wir es nochmal etwas schneller. 1, 2, 3, 4. Noch etwas schneller. 1, 2, 3, 4.